Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online. Wir haben hier an diesem komischen Skeletthaus mit diesem komischen Kranken, der eine Skelettfrau hat, die Himmelsschärpe geholt. Der Typ ist doch vollkommen krank, Alter. Lass uns doch mal seine Frau besuchen. Aber warum können wir seine Frau töten? Das ist hier die Frage. Naja, ist auch egal. Wir haben einiges vor. Heute. Da haben wir auch noch einen, ne? Ja, da haben wir auch noch einen. Der gehört den Roten. Wir sind rot. Okay, alles gut. Da rennen wir heute mal hin. Ne, da hinten ist gelb, ne? Nee, egal. Wir laufen da trotzdem mal hin und schauen mal. Ich habe gerade ein bisschen Titanfall gespielt, deswegen bin ich noch ziemlich im, ja, Action-Modus. Ich wollte eigentlich gerade einen Doppelsprung machen und irgendwo Wände hochklettern, aber das geht ja hier leider nicht. Das wäre awesome gewesen. Naja. Ich habe heute wieder einige Spiele vorbereitet, über die ich quatschen möchte. Anfangen möchte ich gerne mit The Tomorrow Children. Das ist, oh mein Gott. Oh Gott, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Hallo? Komm, mach dich unsichtbar. Oh Gott. Ach du heilige Scheiße. Ich habe da hinten halt nur jemanden laufen sehen. Ein Gegner. Und dachte mir, ich renne dahin. So. Tja, wie die Bienen, weißt du? Einfach nur ins Wasser und dann ist gut. So. Tatsächlich müssen wir da hinten hin. Gut. The Tomorrow Children habe ich mir ausgesucht, als allererstes drüber zu sprechen. Denn das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Es ist so eine Art, wie ich gesehen habe, Minecraft und wie hieß das andere? Nicht Cube World, sondern. Ja, das ist auch so mit Bauklötzchen, da unterschießt man sich gegenseitig ab. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Spiel heißt. Auf jeden Fall ganz merkwürdig. Irgendwas mit Crafting hat das zu tun. Und was das Seltsamste ist, es sieht so steril aus. So eine gerade Fläche, gerade Steine, die man abbaut. Ich weiß ja nicht. Und was ich sehr lustig fand an Tomorrow Children ist, dass du da ein Kind bist mit einer Waffe. Und das hörte sich wirklich an wie das Kind vom Morgen. Dass quasi die Kinder einfach nur rumballern wollen. Und ich glaube, deswegen haben sie den Namen gewählt. So, erstmal gucken. Also ganz skurril. Ich weiß nicht, ob das alles PvE war oder PvP, was da war. Auf jeden Fall waren da komische mechanische Monster. Das ist kein Spieler. Okay, wir müssen jetzt aufpassen. Wir haben keine. Ah, shit, wir haben keine Seelensteine. Ich glaube, ich müsste gleich erstmal warten, bis ich Seelensteine habe. Ach, shit. Das Ding, was wir suchen, wird hundertprozentig im Verlies sein. Holy shit, nein! Einfach rein, einfach rein. Okay, einfach rein ist nicht. Bist du alleine, Freund? Ich weiß nicht, ob er alleine ist. Nein, ist er nicht. Ach, scheiße, ich bin so am Arsch. Ja. Gut, wir kommen wieder, wenn ich mehr Seelensteine habe. Das bringt hier gar nichts, wenn ich hier jetzt so rumlaufe. Naja. Dann können wir auch wenigstens ein bisschen gechillter darüber reden. Wir haben eh noch so drei Himmelsscherben, glaube ich, in unserem ehemaligen Land. Können wir noch ein bisschen questen und dann kommen wir später nochmal hierher. Ich möchte auf jeden Fall ein Pferd haben, wenn ich hierher komme. Ist es zwar schön und gut, dass ich da wieder Punkte sammeln kann. Aber ich weiß nicht, die Zeit, um die man da einsetzt, ist halt krass. Also wir kommen wieder, wenn wir ein Pferd haben, würde ich sagen. Dann können wir auch durch die Gegend reiten. Mit unseren Seelensteinen können wir dann sterben, wie oft, so oft wir wollen, und dann die Himmelsscherben einsammeln. Das ist der Deal. Naja, The Tomorrow Children ist ein seltsames Spiel, finde ich. Es sieht alles so steril aus, so nichtssagend auch. Ich weiß nicht, ich kann damit noch nichts anfangen. Wo bin ich denn? Achso, ich bin hier schon am Stein. Hallo? Benutzen? Willst du es nicht benutzen, mein Freund? Letzte Nacht gab es Ärger. Mehrere Gliedmaßen wurden abgetrennt. Hallo? Geht doch. Was war denn das jetzt? Egal. Wir reisen mal hierher zurück. Ich glaube, ein Seelenstein befand sich dort, ne? Gut. Dann reisen wir hin. Ich weiß nicht, ob The Tomorrow Children irgendwie was Gutes wird. Es sieht bisher noch recht
karg aus. Ich lass mich ja überraschen, ich werde da einmal reingucken. Ich glaube aber, das ist nur für PlayStation, ich weiß es nicht, ich habe mich da nicht informiert. Nee, ist auch egal. Als nächstes würde ich gerne Destiny ansprechen. Ich habe mir noch einen Trailer von Destiny reingezogen von der Gamescom. Und wenn man den Multiplayer so betrachtet, mit der höchsten Stufe, dann macht das um einiges mehr Spaß, weil mit Stufe 6 konntest du halt noch nicht viel gegen Fahrzeuge ausrichten. War da jemand mit einem Fahrzeug, konntest du vergessen, überhaupt dem irgendwas anzuhaben. Es sei denn, du verpasst dir natürlich einen Kopfschuss oder irgendwas. Aber der ist immer so schnell weg. Das hat mich daran halt am meisten gestört im Multiplayer, dass man da ja gegen die Fahrzeuge nicht wirklich ankam. Aber wenn ich mir so die Fähigkeiten von den einzelnen Charakteren anschaue, die später mit der höchsten Stufe in dem Multiplayer sind, dann ist das richtig awesome. So. Das war übrigens scheiße. Wir laufen zurück. Wenn ich mir vorstelle, einfach so auf dem Fahrzeug raufzuspringen. Also richtig, du springst in die Luft und wie ein Pfeil schießt du auf das Fahrzeug zu und zerstörst es. Das ist awesome. Also so stelle ich mir das vor im Multiplayer, dass man die Fahrzeuge ausschalten kann. Dann wird auch nicht jeder einfach Fahrzeuge nehmen. Was ist denn jetzt los? Uno momento. Hat sich das stabilisiert? Ach, was ist denn du los? Wir sehen uns gleich wieder, Freunde. So, da wäre ich wieder. Hab mal ein paar Anwendungen geschlossen. Und scheint jetzt auch besser zu funktionieren. Ich freue mich tierisch auf Destiny. Es ist auch nicht mehr lange her. Oder nicht mehr lange hin. Wenn ich jetzt so mal aufs Datum gucke, heute haben wir den 16. bei mir. Genauso wie bei euch. Und es sind noch 1, 2, 3, knapp 3 Wochen. Hört sich jetzt viel an, ist es aber nicht. Es geht schneller, als man denkt. So, wir gehen mal wieder hier hin. Was? Abbrechen? Nein, ich will einfach nur aufs Land klicken. Das sah so aus, als wären wir da näher dran, aber das kannst du ja voll vergessen. Wir reisen dahin. Ich freue mich auf den Einzelspieler und auf den Multiplayer. Ich glaube, ich werde das so handhaben, dass ich tatsächlich einmal die Woche in den Multiplayer gehe mit euch und den Rest halt im Einzelspieler verbringe. Das wird awesome. Ich freue mich riesig drauf. Nicht nur, weil es Bungie ist, sondern weil Destiny auch wirklich gut funktioniert. Und allein schon das Loot-System, ihr kennt mich als Jäger und Sammler, wie wir es hier gerade auch gesehen haben, und da passt das Spiel so perfekt auf mich. Es ist von Bungie, von den alten Halo-Machern, und es ist Looten. Looten, Looten, Looten. Ein Loot-System ist toll. Ich mag Looten. Oh, ich würde den ganzen Tag nichts anderes tun als Looten. So. Wir laufen mal in die Richtung weiter. Und so lange werde ich mal gucken. Wir haben da noch ein paar andere Spiele, die ich rausgesucht habe. Eins davon ist natürlich Wild wieder. Ja, wir sprechen nochmal von Wild. Und ich habe mir jetzt diesmal einen Trailer reingezogen. Vorher habe ich halt nur einen Bericht darüber gelesen, von wegen, ja, Uhrzeit, Menschen, Tiere, hast du nicht gesehen? Ja, leck mich doch, du Kack. Was ist denn das jetzt so laggy hier? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es aber nicht. Was ist denn hier los? Wo kommst du denn her? Ja, weißt du was hier? Kotzt jemand anderen an, aber nicht mich. So. Ja, fail, würde ich sagen, oder? Ich glaube, wir müssen da rein. Ja, wir müssen da rein. Ach, ich fasse es nicht. Was macht denn die Spinne hier überhaupt? Wenn es hier nicht reingeht. Naja. Ich habe mir den Trailer von Wild reingezogen und der ist genauso nichtssagend, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist ein bisschen Cinematic, mehr ist es auch nicht. Ja gut, nicht ganz Cinematic, aber ja, weiß nicht. Man sieht da einfach nur ein paar Leute durch die Gegend springen und Tiere töten. Das ist nicht wirklich der Sinn des Ganzen, was ich so mir unter einem Trailer vorgestellt habe. Man sieht da halt überhaupt gar nichts. Du weißt nicht, wie das Gameplay ist, du weißt gar nichts. Das Einzige, was du weißt, ist, es klingt interessant. Aber mehr auch nicht. Ja, grüße dich auch, Trottel. Und ich weiß nicht, ich kann damit einfach bisher noch nichts anfangen. Ich werde mir auf jeden Fall noch einen Gameplay-Trailer reinziehen, wenn es einen gibt. Ich habe da jetzt noch nicht wirklich viel gesucht, weil mich das Spiel nicht so wirklich interessiert. Es interessiert mich nur in dem Sinne, dass es echt merkwürdig ist. Dass ich nicht ganz verstehe, wie man das spielen soll. Ob das wirklich gut sein wird. Das interessiert mich, ob das Spiel gut sein wird. Ansonsten interessiert mich das Spiel eigentlich einen Scheiß. Und wir kommen hier hoch, ja. Abkürzung, nein, verdammt. Oh. Oh. So, okay.
Ha, ich bin rübergekommen. Und da ist ein Glühwürmchen. Zum Angeln. Ja, ich kann gleich ein bisschen angeln. Nein! Ich dachte, wir haben schon mal ein Glühwürmchen gehabt. Was ist denn das hier? Krabbler, nein. Wir haben noch ein paar leere Seelensteine. Die müssen wir definitiv füllen. Ich muss hier mal irgendwas wegnehmen. Ja, hier, komm. Benutzen wir den Kram einfach mal. Und dann. Ich meine, wir sind schon in der Stadt und hätten jetzt unseren Inventar ein bisschen leeren können, aber nö. Nö. Oh, noch ein Glühwürmchen. Ich kann nachher ein bisschen angeln, ja. So, wo war jetzt der Höhleneingang? Hier unten irgendwo, ne? Jawohl. Lass mich durch, bitte. Danke. So, dann gehen wir mal wieder rein. Ich bin gespannt auf Wild. Ich hoffe, ihr seid's auch. Und mal gucken, wie das wird. Ja, als nächstes habe ich mir vorgenommen, Mittelerde Mordors Schatten vorzunehmen. Mordors Schatten ist auch ein geniales Spiel. Das Problem ist, ich kann die ganzen Spiele einfach alle nicht in meinen Kanal reinbringen. Ich habe so wenig Zeit und so viel zu spielen. Ich meine, ich habe ewig Zeit. Trotzdem wenig zu spielen. Echt schlimm. Ich habe schon 6 Let's Plays, aber es reicht einfach nicht, um die Spiele zu spielen, die ich gerne möchte. Das ist der Wahnsinn dabei. Und das sah auch richtig fett aus. Ich mag Mittelerde. Ich mag das richtig. Ich habe es ja schon erwähnt. Ich liebe es. Aber ich mag halt diese Hobbit-Kram. Scheiße nicht, was momentan im Kino läuft. Ich weiß nicht wieso. Ich mochte die alten 3 Teile. Die neuen sind, weiß nicht, nicht wirklich das, was ich mir vorgestellt habe. Vielleicht auch, weil es ist, ich mag es halt nicht, wenn sich was verändert in Filmen, wenn Charaktere wegfallen oder so. Ich meine, die hatten wirklich geniale Charaktere da, die alle weg sind. Finde ich ein bisschen schade. Gut, was willst du machen in der Vergangenheit, ne? So, haben wir hier irgendwo... Das ist ja am Arsch der Welt. Das ist ja am Arsch der Welt. Da in die Richtung. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich mag es nicht, wenn irgendwie alte Charaktere verschwinden und dann irgendwie neue, komische Zwerge dazukommen, die überhaupt keinen Stil haben. Ich bin auch ein Elfenfan, muss ich sagen, also, wie ist der nochmal, ich habe das schon so lange nicht mehr geguckt, ich müsste das endlich nochmal gucken. Ich weiß die ganzen Namen schon gar nicht mehr, dabei mag ich das eigentlich auch. Ich bin nicht der Einzige, der sie sammelt. Hallo, Freunde. Ist das ein Gegner? Ein Irrlicht. Okay, ich kann nicht helfen. Ich habe die falsche Waffe ausgerüstet. Ich freue mich auf Mittelerde Mordors Schatten. Wenn ich Zeit habe für ein Let's Play dafür, dann werde ich es definitiv machen. Ich denke aber, es wird schon ein sehr langes Let's Play. Wenn ich mir so überlege, ich weiß nicht, wie lange Destiny laufen wird. Ich werde auf jeden Fall mir bei Destiny sehr viel Zeit lassen. So viel darf gesagt sein. Dann, wenn mein Lost Odyssey Let's Play zu Ende ist, wird ja The Evil Within dafür losgehen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo Mordors Schatten released wird, werde ich es leider nicht spielen können. Beziehungsweise, ich könnte es schon spielen. Aber, ich möchte ja immer alles blind in meinen Let's Plays machen. Es wäre mir halt ein bisschen zu schade, wenn ich das schon gespielt habe und irgendwie lustlos durch die Gegend renne und weiß schon, was passiert. Nee. Nee. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Wir gehen mal weiter. Aber es wird definitiv kommen, so viel sei gesagt sein. Vielleicht wird ja nach den ganzen Top-Spielen, die jetzt in diesem halben Jahr rauskommen, erstmal nicht so großartiges Gutes kommen. Es ist ja so, dass im ersten halben Jahr des Jahres keine richtig guten Spiele rauskommen, erst im zweiten halben Jahr, weil da halt die guten Feiertage sind, wie Weihnachten und wie Nikolaus und hast du nicht gesehen. Ja, schöne Tage, da kann man was geschenkt bekommen. Hatten wir das schon mal durchgelesen? Können wir das überhaupt durchlesen? Ducken? Okay, nein. Aha. Kein Wald. Mir kommt es so vor, als sei ich seit Tagen unterwegs. Keine Ahnung, kann sein, dass wir es durchgelesen haben. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Wir haben Krähenwald auf jeden Fall hinter uns gelassen, von daher. Was soll's, ne? Und wieso bist du so lange gespielt? Was soll das? Leide Krebs. Ihr seid schuld, dass es so lange ist.
Na gut, es ist nicht laggy. Also meine FPS droppt bis zum Boden und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Es ist halt einfach nur Zufall anscheinend. Es ist einfach nur Zufall. Wieso kann ich dich nicht angreifen? Ich verstehe diesen Zufall nicht, warum es einmal die FPS-Drops gibt und einmal nicht. Naja, wir hatten hier noch zwei andere, die sich hier irgendwo versteckt hatten. Ich glaube, einer war hier, ne? Ja. Gehen wir mal da zum Solo-Verlies und teleportieren uns da für ein bisschen Gold hin. Denn ich bin viel zu weit weg von einem Teleportstein. Das wäre doof. Hau rein, Tussi. Ja, das letzte würde ich sagen. Ich weiß nicht, haben wir noch ein bisschen Zeit? Ich glaube schon. Ich würde gerne nur über Far Cry 4 sprechen. Das für mich, ja, es ist echt seltsam, was die da machen mit diesem Multiplayer. Dass Leute, die das Spiel nicht besitzen, es trotzdem spielen dürfen. Versteht mich nicht falsch. Ist ein gutes Ding. Jeder, der das Spiel nicht kennt, kann sich damit befassen. Aber was die jetzt erst richtig spät gesagt haben, vor Release, ist, dass man vielleicht 10 Einladungskarten bekommt und jeder dieser 10 Einladungskarten kann 2 Stunden lang spielen. Das ist doch nicht das, was wir uns erhofft haben daran, oder? Wir wollten mit unseren Jungs spielen und hi. Und das ist auf diese Art und Weise halt nicht möglich. 2 Stunden sind nicht wirklich viel. Frage ist, ob das, weiß nicht, 2 Stunden wöchentlich, monatlich, täglich? Das wäre schon cool, aber ich glaube, es ist halt eine Begrenzung von 2 Stunden für ein Key. Und das finde ich halt echt ein bisschen scheiße gemacht. Die haben uns was versprochen und die haben uns dann irgendeinen Scheiß hingelegt und meinten, ja, hihihihi, Pech gehabt. Jetzt müsst ihr das so nehmen, wie es ist. Ist hier irgendwo die Höhle? Oder war sie da unten bei der Quest? Oh, eine Truhe. Ich habe auch echt, ehrlich gesagt, voll Bock auf voll Bock auf Far Cry 4. Aber ich habe versprochen, dass ich Far Cry 3 spielen werde. Und bevor ich Far Cry 3 dann für euch nicht gespielt habe, werde ich Far Cry 4 auch nicht anfangen. Schwere Rüstung. Naja, können wir verzaubern lassen, ne? Ah, was können wir denn wegwerfen? Ja, komm. Zerstören. Auf jeden Fall, wenn ich Platz haben werde für ein Let's Play, werde ich Far Cry 3 Let's Playen. Einfach weil es euer Wunsch war. Und deswegen werde ich es auch machen. Denn Wünsche werden von mir natürlich erfüllt. Je nachdem, wie ich Zeit habe, wie ich Lust habe, was für ein Spiel kommt. Okay, die Scherbe muss genau unter uns sein. Das heißt, der Eingang wird hier hinten sein, ne? Ich glaube, wir müssen dafür hier rein. Okay, perfekt. Geht's aufs Maul, Kleiner, oder was? Ach, die sind Level 7. Das ist ja Billigkram, Alter. Bevor wir nun die Folge beenden, ich weiß, wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Aber ich würde gerne nochmal über Sims 4 sprechen. Sims ist eins meiner Lieblingsspiele. Also damals schon gewesen, als ich klein war, als ich Kind war. Einfach nur, weil man da richtig viel Blödsinn ma machen konnte. Es ist schon so eine Art Simulator, so ein Lebenssimulator, aber es ist halt recht lustig gemacht. Vor allem habe ich es immer geliebt, mich als, also früher, als ich kleiner war natürlich, da war ich ja noch ein Teenager, da habe ich mich immer als Teenager gemacht und zwei random Erwachsene, damit ich überhaupt leben konnte. Und dann habe ich sie einfach umgebracht, damit ich als Teenager alleine im Haus leben kann. Das war cool, das war awesome. Außerdem habe ich meine Nachbarn immer im Pool ertränkt, weswegen auch diese Änderung von wegen, man kann niemanden im Pool ertränken, echt scheiße finde. Weil ich das immer gerne gemacht habe. Einfach nur, um seinen eigenen Friedhof zu machen. Das fand ich immer toll. So ein Friedhof mit all seinen Nachbarn. Okay, irgendwann sind mir natürlich die Nachbarn ausgegangen. Und das war damals noch in Sims 2. Und da musste ich halt immer für Nachschub sorgen. Aber es war halt lustig. Ich glaube hier rein, vielleicht. Das ist seltsam.
Auf jeden Fall, ich weiß auch gar nicht, was ist mit diesen Kleinkinder-Dingenskirchens? Ich hab's noch nicht begriffen. Heißt das jetzt, man kann keine Kinder kriegen oder die sind einfach sofort erwachsen, wenn man sie hat? Das wäre ja ein richtiger Rückgang. 1000 Schritte zurück für Sims. Ich meine, es wird als DLC bestimmt nachgeliefert, aber 100 pro. Wir kennen alle EA, die sind alle geldgierig. So. Und ja, finde ich echt scheiße von denen. Ganz ehrlich. Die ruinieren Sims komplett. Ich werde es mir aber holen, um einfach nur zu gucken, wie es ist. Muss ja nicht sein, dass ich es im Endeffekt spiele. Habe ich halt ein bisschen Geld ausgegeben. Ich fütter den Troll. Gar kein Problem. Naja. Wir werden sehen, wie das Ganze aussieht. Jedenfalls ich werde sehen, wie das Ganze aussieht. Ich werde es nicht Let's Playen. Denn Sims ist für mich nicht wirklich Let's Play fähig. Ich meine, klar, man kann da ein bisschen rumdödeln, aber es ist halt ein Spiel, das geht in die Ewigkeit. Ich bin im Kreis gelaufen, oder? Holy shit. Naja, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Vielleicht für andere Themen, ich weiß nicht, muss mir noch gucken, ob ich da irgendwelche Themen habe, die mir gefallen. Und dann sehen wir uns definitiv morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.